Rossi. Wie wichtig ist das Krafttraining? Wie oft gehen die Spieler ins Fitnessstudio, fragt Andreas. Die Jungs gehen sehr, sehr intensiv dran und es sind absolute Top-Athleten. Manchmal ist es nicht möglich, weil man zu viel in Vorhand geht. Sehr schnell. Hier was zeigen und das ist jetzt die Aufgabe von Anton, das jetzt hier zu zeigen. Er muss jetzt hier setzen, fühlte sich minimal gestört. Drei Satzbälle für Kelberg. Das ist das, was du gesagt hast. Das sind genau diese. Auch den Satz nehmen. Schlechter Rückschlag. Oh. Sehr gut. Am Ball vorbei. Und der Konter ist extrem gut. Also am Ende doch Anton Kelberg mit 13 zu 11. Jetzt sind die ersten zwei Punkte schon auch extrem wichtig. Ja, den ersten hat er gemacht, den zweiten. Spielt, der dann sehr schnell spielen kann, so ist ja bei Patrick auch da. Ne? Einfach mal Gegner auch nach vorne locken. Ja. Aber sie suchen beide ihr Spiel. Es ist trotzdem noch zu viele Fehler drin. Ja? Wichtiger Aufschlag. Wichtiger Punkt. Ja, wieder ein Fehler. Zweite. Und dann noch der Fehlerschlag. Also ich glaube, das Wort zerfahren, das passt auch weiterhin. Was für ein komisches Ende von dir. Drin, aber das braucht er. Und dann aber auch wieder einen festen Ball zu spielen. Ja, genau. Diesen Satz gewonnen zu haben und dann wieder so einen schlechten Start, so wie er auch schon im ersten Satz ins Spiel gekommen ist, ist er jetzt auch im dritten Satz ins Spiel reingegangen. Der war am T-Shirt. Genau. Wird sofort zugegeben von Anton Kelberg. Wäre es gegen Darko Jorgic und Tomasz Polanski. Noch ein Weg dorthin. Den ersten Schritt ist Anton Kelberg jetzt. Okay, mehr diesen Rhythmus zu verändern und einfach mal einen extrem schnellen Ball hat man ihn natürlich danach dann, aber ich denke, das Spiel war für ihn zu viel gewesen. Ja. Jetzt ist es durch. 3-1 für Anton Kelberg. Wir gehen also tatsächlich ins letzte entscheidende Doppel. Wie sollte es anders sein?